Willkommen zurück zu Dunkler Schatten. Im letzten Part hatten wir die Insel hier ein wenig erkundet. Auf der linken Seite konnte man oben bei dem Wasserfall rennen. Dort ist man dann nach einer wunderschönen Liebesszene dem Wasserfall hinuntergestürzt wegen einem Rachegeist, sage ich jetzt im ersten Mal, den wir dann überreden konnten, doch nicht mehr so rachsüchtig zu sein. Denn sie hatte ihre große Liebe verloren und sich umgebracht. Und ja, wir haben ihr gesagt, vielleicht hätte sie noch warten sollen. Vielleicht hätte sie ihre wirkliche große Liebe noch getroffen. Das hat sie so berührt, dass sie wieder nett wurde, sage ich. Und sie hat uns einen Schlüssel gegeben. Den Tempelschlüssel. Damit können wir jetzt in diese alten Tempel rein, die wir zeitweise mal gefunden haben. Die werde ich aber später erst erkunden. Entschuldigung. Ja, und ansonsten haben wir noch ein Drachenwesendorf gefunden und da haben wir gehört, dass hier eine Höhle ist. Ja, hier, so, ja. Und da gehen wir jetzt auch rein. Und da können wir nämlich diese Kristalle sammeln, wie ihr seht. Und ja, die können wir dann gegen Waren eintauschen. Wir brauchen jetzt mindestens erstmal 5 Stück. Ja, den Skill hauen wir jetzt mal raus, einfach weil wir ihn haben. Und auf die Viecher zaubern wir erstmal Eis 3. So. Ja, einmal Angriff stärken, bitte. Mario, du hast immer besser zu. Boah, Alex. Leicht übertrieben. Ah, weil klappt's aber richtig gut. Die hauen wir so um. Ach, Alex, dann schlurf halt eine Runde. Kein Problem. Amaril schafft das. Die dreht das. Die haut die um. Kritt sie weg. Ah, schade. Wow, nicht schlecht. Leicht und angenehm viele EP. Steine sammeln. Tralalala. Ich denke, wir können das eh nicht gebrauchen, was wir dann kriegen, aber hey. Es geht darum, zu wissen, was wir kriegen. So, nein, das war der falsche Zauber. Na egal, vielleicht sehen wir dann mal, ob er funktioniert. Bisher sind immer alle ausgewichen. Ja, immer noch. Hm, keine Ahnung, was das soll. Und letzte Runde für dich, du Armion. Ich hätte jetzt Werwolf gesagt, aber naja. So. Gib mir den Kristall. Da hätten wir schon 4 Stück. Wir brauchen mindestens 5. Vielleicht kriegen wir auch mehr. Also können wir auch für mehr nachher was kaufen. Müssen wir mal gucken. Also bevor wir dann in Sandors Schloss gehen, gehen wir noch einmal ins Drachendorf und schauen, was wir kriegen. Weg mit euch Kröten. So, Nummer 1, Nummer 2. So, oh, ich bin vergiftet. Egal. Das heilen wir im nächsten Kampf. Oder auch nicht, weil es wieder Kröten sind. Obwohl, sie macht eh wenig Schaden. Nein, kein Item. Du hast Magie. Entgiften. Rette Alex. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. So, und jetzt haut ihr wieder alles rum. So ist brav. Na. Komm schon. Ja. Yay, ein Gegengift erhalten. Wuhu. Mehr Steine. Oh, eine rote Truhe. Eine rote Truhe. Manwars. Coole Model. So Hulk-Trolle oder was? Schrumpfkopf-Trolle. So, haben wir gleich mal einen weg mit Klinge der Macht. Das sollte funktionieren. Und dich natzen wir mal so um, während du ganz frech unseren Angriff stärkst. Man weiß ja nie. Na gut, so episch stark sind sie nicht. Sind nur episch grün. Pff, Lähmung. Pff. Und wenn schon. So, weg bist du.
Minuten jetzt. Go, Alex. Ja! So muss das laufen. Wir sind so overleveled. Okay, dieser komische Dämonenstein ist leider... Dämonenschlüssel ist leider nicht für die Truhe. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wofür er sein sollte. Vielleicht sehen wir das noch. Wenn ich schon dran vorbei bin, kann mir gerne jemand eine PN schicken, weil ich nicht möchte, dass in den Kommentaren gespoilert werden würde. So. Oh Mist, keiner gestorben. Dann sterben jetzt halt eben beide. So. Hey, wieder ein... Oh, ein Level Up. Haben wir noch nicht genug davon. Wie viele Steine haben wir denn jetzt? 9? Ich hätte noch gerne einen mehr. Naja, egal. So, dann gehen wir die mal abgeben. Und gucken, was wir die für 5 Kristalle bekommen. Hallo Drachendorf, ich rede euch jetzt nicht mehr an. Ihr seid so blöd zu sprechen. Hallo. Ja, wir haben 5 blaue Steine. Also er gibt uns entweder... Ich gebe euch entweder eine Waffe, eine Rüstung oder einen Ring dafür. Was wollt ihr haben? Na, wir holen... Na klar, holen wir die Waffe. Gut, dann nehmt dieses Schwert. Du erhältst ein Feuerschwert. Coole Sache. Huh. Das ist nicht schlecht. Oh, wir können ihm wieder 5 Steine geben. Kann man die... Die kann man doch nicht wieder sammeln, oder? Das würde mich jetzt wundern. Also schwer zu sammeln sind sie ja auf keinen Fall. War da sonst noch was? Nein. Danach gehen wir in Sandors Schloss. Okay, wir hätten nicht da unten schlafen können. Egal, brauchen wir eh nicht. Bestimmt steht unsere Mutter eh wieder in der Nähe. Du bist nicht Amariel, du machst Eis. Da fällt mir gerade was ein. Upsa. So, weg mit dir, du hässlicher Frosch. So, gut. Rechts war es, ja. Lass mich mal wieder rein. Nö, keine neuen Kristalle. Na egal. Sandor, ich komme. Ah! Oh mein Gott. Killerkram. Die Höhe ab. So. Und Eis. Oh, Christine ist wieder am langsamsten. Okay. Na. Jetzt reicht das nicht. Mist. Egal, das ist nicht so dramatisch. Upsa. Gut. Hoch, ja. Oh, wir sind vergiftet, oh mein Gott. So, einmal bitte entgiften. Und komm, wir sind gerade dabei. So. Sandu ist relativ berühmt, das Dorf fürchtet ihn, sein Schloss, also er hat keinen Turm mehr, er hat ein Schloss. Und auf dieser Tafel stehen seine Opfer. Eine scheinbar mehr als Jahrhunderte alte Tafel. Haben wir aber auch schon im letzten Part gelesen, deswegen lese ich es jetzt nicht mehr vor. Und wir treffen direkt auf einen Todesritter, den wir mit Klinge der Macht one-hitten werden. Wow, was macht das? Ist klar, wenn der überlebt, macht das alles Mögliche weg. Cool, Alex, du bist echt ein Held. Einer gibt 170, das ist richtig gut.
Schneller Angriff. Ah, würde ich jetzt. Ah ne, wir haben ja. Warte, das kostet 13? Okay. Aber ich denke mal, Holy ist effektiver als anderes. Du greifst nochmal an. Normal an. Hm. Doof, erst Holy ausgewichen. Gleich nochmal. Alex macht kaum Schaden. Ah! Okay, das Feuerschwert müssen wir wohl ausziehen. Ja, wir müssen das Feuerschwert ausziehen. Der Typ ist gegen Feuer resistent. Ja. Komm, geh drauf. Nein, jetzt nicht mehr. So. Ach, Mario, komm schon. So, weg mit dir. Und die Waffe wechseln, die wir gerade eben erst gewählt haben. So, wo sind wir jetzt? Hier dran kann ich mich gar nicht erinnern. Komm ich hier rein? Schau dir mal die ganzen wandelnden Skelette an. Macht dir das keine Angst? Sandor scheint große Macht zu haben, wenn er sogar Skelette als Haustiere hält. Ich will da rein. Okay, kann ich noch nicht. Egal, wir haben schon wieder eine Truhe gefunden. Hm. Haben wir jetzt direkt den richtigen Weg gefunden? Dunkler Ritter erscheint. Hallo! Fang meine Klinge der Macht. Fang mein Eis. Greif an und du heilst mal bitte. Ja, genau. Und wieder ein One-Hit, sehr gut. Ja, wenn man viel MP verbrät, aber wir verbraten ja nicht so viel. Gut, dass wir ihm das Halbierungsamulett angezogen haben. Das spart uns einiges an MP. Und er kann richtig Schaden raushauen. Mhm. Cool gelaufen. So. Jetzt wäre ich fast falsch rumgerannt. Schattenritter. Oh, die sehen cool aus. Ja, da verplimpern wir jetzt aber nicht seine MP. Wir greifen einfach normal an. Zwei Runden lang, dann ist das gut. Boah. Oh mein Gott, Fluch. So. Fang das heilige Kreuz. Zack. Wenn du überhaupt drankommst. Ja, kommt so. Und reicht aus. Zu viel verspottet. So. Und weiter nach oben. Oh mein Gott, da steht ein Ritter und ein Knopf hinten dran. So. Normaler Angriff. Eis, Angriff, Angriff. Schöner Crit. Wer greift denn da jetzt an? Du machst das. Du das und ihr zwei Mädels haut den um. Das schafft ihr. Ja. Ist schön, wenn das so einwandfrei klappt. Ich meine, dass das eh leicht, weil wir overlevelt sind, aber was soll's? Das kann doch ruhig funktionieren. Ich liebe Crits. Ich liebe sie. So, bevor wir in den Kampf gehen, kriegst du Arbeit. Zack, fertig. Hallo. Ich habe gerade gedacht, Pokémon-mäßig wird jetzt ein Kampf initiiert. Eure Seelen werden Sandor gehören. Ritter des Sandor. Klinge der Macht. Schnapp ihn dir. Ah, der ist bestimmt auch empfindlich gegen Holy. Meuchel? sollten wir es versuchen? Nein, komm, was soll's. Angriff. Und du. Ja genau, Angriff stärker. Heftig. Heftiger Skill. Übel. Richtig übel. Wir machen mich fertig. Oh mein Gott.
habe einen Knopf gedrückt. Yay! Haben wir den richtigen Knopf gedrückt? Ich bin mir nicht sicher. Flammenschlag. Eis. Doppelangriff und Tod. Ich frage mich, ob sie irgendwann Tod 2 lernt. Na, schade. Ist aber nicht schlimm, dass nichts getroffen hat. Habe ich eher erwartet. Ich wollte mal Abwechslung reinbringen, damit es nicht so eintönig wird. Und du, komm, du greifst normal an. So. Jetzt aber. Ah, er ist ausgewichen. Ach, das macht keinen Schaden. Ich hätte sollen aufpassen. Na egal. Zack, 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 zack. Mist. Ja, macht nur. Dann hat wenigstens Angel bald mal wieder Arbeit. Da, hier, endlich. Kann sie mal wieder was machen. Ich meine, die hat ja... brutale Langeweile, die kriegt ja echt nichts zu tun, außer ab und zu mal nach dem Kampf entgiften und sie kommt nicht mal jetzt dran! Ah. Ja, komm. Zack, zack. So. Ich mag's, hier sind nicht so viele Encounter. Oh. Du verreckst da dran, du kriegst das drauf geklatscht. Und einmal bitte... ja, wo ist es? Angriffsstärke. Zack! Boah! Oh, Eis ist sehr ineffektiv. Feuer dann bei denen sehr effektiv ist? Testen wir's mal. Hm, nö. Also wahrscheinlich Holy wieder. Diese Crits, diese Zahlen. Dancing Skeletons. Ob wir dann nachher gegen 6 Stück kämpfen, das wäre cool. Geben bestimmt gut EP und Geld. Ah, geh mir aus dem Weg. Ich habe keine Lust jetzt. Ich bringe euch einfach um und dann gehe ich weiter. Oder auch nicht. Ja, wie viel Statusveränderungen dann noch, Alex? Das find ich ja fast schon unfair. Mhm, wurde verwirrt, okay. Sie kann mit ihrem Stab Verwirrung zufügen. Ja, Level up, yay. So, gehen wir mal einfach nach oben. Also wir müssen wahrscheinlich alle 4 Ecken abgehen, damit die Stahltür geöffnet wird. So sieht das wohl aus. Ich greife einfach normal an, auch wenn es dunkle Ritter sind und damit wahrscheinlich etwas anderes effektiv wäre. Aber es geht im Prinzip gleich schnell. So. Das war Nummer 1. Und hier kommt Nummer 2. Vielleicht noch ein kleiner Crit? Hm, okay, dann nicht. Dann dauert es doch noch eine Runde. Angel kriegt fast wieder Arbeit. Na dann. Angel, meine Liebe, walte deines Amtes. Bling! Oh mein Gott, ein Kampf gegen meinen Todesritter. Fang meine Klinge der Macht! Oh, er hat nur MP verloren, okay. Okay. Hm, bin ich jetzt doof. Egal. Davon sollten mal 3 auftauchen, das wäre bestimmt interessanter. Wobei der bisher keinen Special Wurf gemacht hat und auch keinen Schaden. Das war's. Aber die Türme und das Schloss sind wirklich schön gemacht. Mit dieser ganz, also schöne Atmosphäre reingebracht, auf jeden Fall. Dieses Düstere, hier der Nebel, der noch durchzieht. Das andere Schloss mit dem Unterwasserbereich, auch wenn ich Unterwasserlevel hasse.
auf jeden Fall schön gemacht. Bringt Abwechslung rein. Und wir haben bei weitem noch nicht das Spiel durch. Es gibt noch viel Story und es gibt noch viele Nebensachen zu erledigen. Tja. Das ist Schaden. Wobei nach Angriffsstärken macht Amari viel mehr Schaden als Alex. Also Amari habe ich am Anfang gedacht, dass sie wirklich hauptsächlich für die Türen zu öffnen also gut wäre. Aber den Schaden, den sie raushaut, boah, den mag ich definitiv. Yay, Level up. Hoch mit dir. Die Musik passt auch immer. Gut gewählt. Holy. Bling, bling, bling. Guter Angriff. Schön gemacht. Sehr schöne Schaden und Statusveränderungen. An unserem Punkt im Geschehen finde ich ihn wieder OP. Übertrieben. Aber ja. Haben wir davon, wenn wir alles so weit erkunden, was ich dachte noch zu kennen. Das kriegt wieder Amari, damit sie die Damage-Bunze wird. So. Holy Shit, man. Schöner Schaden. Ja, Zauberfluch, das interessiert keinen. Nein, 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 du zauberst Holy und du greifst den an und du auch. Oh, Mist, ich hab mich verkalkuliert. Ja. Egal. Nachher mal einen Ether reinschmeißen, bevor es in den Bosskampf geht. Oh, 34. Ja. Und schaut euch mal bitte wieder die EP an, die die Leute brauchen. Alex braucht 84.000 für 34. Christine braucht 5.000 weniger für 34. Amariel braucht gerade mal 63 EP, sind wir jetzt mal ganz genau, 63 EP mehr für 35, wo Alex für 34 braucht. Ne? Und Angel braucht sogar nur 8.000 EP weniger als Alex. Hammer. Ja gut, man geht halt davon aus, Alex ist der Hauptcharakter. Ja. Und Christine hat wahrscheinlich wenig EP, deswegen soll sie ein bisschen schneller ihr Level abkriegen. HP meine ich. Keine Ahnung. Aber ja, wenn Amari schnell levelt, damit kann ich leben. Sie kriegt ja eh hauptsächlich Skills durch Bücher und andere Diebe. Also ist das relativ okay. Oh, einmal Angriff, bitte. Gar nicht nötig, Amari will sich hier beweisen, dass sie alles umlocken kann, was ihr den Weg kommt. So, komm, du heilst mal. Warum? Weil ich das kann. Du das kannst. Du bist meine getreue Heilerin. Du kommst vielleicht nicht mehr dazu. Doch, du kommst noch dazu. Wunderbar. So, den schaffen wir dann noch. Weg mit dir. Komm, komm, komm. Na. So. Die Treppe immer noch hoch. Ach ja. Weg, 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 weg. Ich will die Treppe hoch. Bam, 272. So. Ich habe eben was gesagt, deswegen treffen wir jetzt die ganze Zeit auf Gegner. Ist aber nicht schlimm. Freie EP. Ja. Das kitzelt. So. Angel, du bist an der Reihe. Erfrischen 2. Ether.
So, gut. Sandor wird euch vernichten. Wieder ein Ritter. Angriff stärken. Zack. Mist, ach Mann. Ich wollte den volle Lotte reindrücken und der weicht aus. Komm, drücken wir gleich nochmal rein. Oh, was ein schöner Skill. Hä? Ja, ist klar. Kurzer Prozess mit euch. Ich mag euch nicht. Mist. Mist. So viel zum Thema kurzer Prozess. Mhm. Zauber, du Fluch. Macht mir nichts aus. Nee, 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 nee. Holy, auf den bitte. So. Bling. Ach Gott, das gibt's doch gar nicht. Egal, hauen wir alles einfach so um. Das dürfte gar kein Problem sein für unsere Gruppe. Oh nein, er ist aufgewacht. Oh nein, er ist tot. Stirb! Das gibt's doch nicht. Ach stimmt, das hat ja keinen Schaden gemacht. Und weggekrittet. Ich habe nicht gedrückt, oder? Ich glaube, ich habe ihn nicht gedrückt. Bling, bling. Oh, der lebt noch. Ah, besser. So, jetzt ist er gedrückt. Und wieder hinab. Also hier ist wenigstens mal der Überblick gegeben. Man kann sich noch nicht verlaufen. Ich weiß nicht, wie das Schloss weitergeht. Aber noch ist es recht simpel und verständlich. Das ist auch mal eine Abwechslung. Wobei ich lieber schwere Spieler habe. Muss ich schon sagen. Vampire Stone ist schwer. Auch vom selben Macher. Hauptsächlich deswegen, weil man nicht so einfach speichern kann. Entweder muss man die Seelen, die man sich von den Gegnern holt, benutzen. Die an sich relativ wertvoll sind. Oder man benutzt die noch wertvolleren Speichersteine. Die verbrauchen sich aber. Und ja, deswegen ist das mit dem Speichern da ein großes Problem. Ansonsten ist man komplett frei. Ab einem gewissen Punkt. Man hat drei große Hauptaufgaben, aber kann hingehen, wo man will. Theoretisch. Natürlich durch das Level ist man beschränkt, aber theoretisch kann man tun, was man möchte. So, genau wie dieser Schattenritter. Der kann gegen uns kämpfen und verlieren, aber von mir aus kann auch flüchten und wegrennen. Oh, naja. Die haben auch ihren Stolz. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Würde ich sagen, wenn ich nicht hier den Cut machen würde. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Ciao.